Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven, das ist Woody. Und worum geht es hier auf dem Kanal? Auf dem Kanal geht es um den Bau eines großen Balanterrariums. Wenn ihr Lust habt, ihr habt sicherlich vielleicht die eine oder andere Folge schon verpasst, klickt oben in die Videobeschreibung auf den Link. Da seht ihr alles, was ich mit meinem kleinen Sohnemann Ivan, der mal wieder in der Schule ist, alles gebaut habe. Tja, und worum soll es heute in dem Video gehen? In dem heutigen Video geht es um Teil 1 des Baus von Dschungellianen. Und warum ich das Ganze mache, warum ich mir sowas bauen will, zeige ich euch jetzt gleich mal hier in meinem Terrarium. Los geht's! Gut, schauen wir mal ganz kurz hier übers Terrarium. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Video hochgeladen haben. Ja, es hat sich alles schon relativ prächtig entwickelt. Die Pflanzen wachsen, ich versuche das mal so ein bisschen aufzunehmen, das ist alles hier mal so ein bisschen eng. Ja, das wächst schon alles sehr gut, grünt alles schön. Ja, nun, wer das nicht kennt, ist ja klar, hier soll ja diese Dschungelecke werden und hier ist so mehr die Freifläche. So, und ja, hier nochmal schnell ein kleiner Blick in den Teich. Tja, und für wen es interessiert, hier schon drei Guppies in dem Becken und die haben, ich weiß nicht, ob man sehen kann, tatsächlich schon mal Junge bekommen. Also der erste Nachwuchs hier im Terrarium. Gut, aber zurück zu dem Thema heute. Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich versuche mal so ein bisschen eine weitere Aufnahme. Ich habe ja, wie gesagt, dort hinten in der Ecke so diese Dschungelseite und hier diese freie Seite und habe ja hier die feststehenden Glasfronten, wo ich auch immer ran muss. Also, aber da ich, wie gesagt, ich tendiere ja zu Baumwaranen und da die natürlich viel Kletterfläche brauchen und ich auch nichts verschenken will, muss ich mir für diese Seite noch ein bisschen was einfallen lassen. Ich hatte erst überlegt, wieder weiter diese Korkstämme zu nehmen, die hier reinzustapeln, aber jedes Mal, wenn ich hier irgendwie was an den Scheiben machen muss, ist das alles ziemlich eng. Da habe ich versucht, im Internet gibt es Unmengen wirklich genialer Videos, wie man sich Dschungellianen selber machen kann. Und das ist für mich eine Geschichte, das werde ich übernehmen. Da werde ich gar nicht groß rumexperimentieren. Ich habe ein klasse Video gefunden. Ich denke, ich werde das auch hier unten mal verlinken. Ja, und diese Lianen sehen erstens mal realistisch aus. Und da viel wichtiger ist, ich kann mir die, egal wie, das sehe ich dann hinterher, hier reinhängen, an Haken aufhängen und ganz schnell wieder aushängen, wenn ich hier mal ran muss, an die Technik oder an den Teich. Ja, das ist der Grund, warum ich das machen will. Dann gehen wir nochmal schnell einen Blick hier rein. Also hier ist schon alles ganz gut verwuchert. Ja, ich denke mal, dann zeige ich euch mal, mit was für Material ich das Ganze bauen will. Ja, schauen wir mal kurz drüber, was man für Material braucht. Viel ist es eigentlich nicht. Ja, das Ganze basiert darauf, Gartenschläuche. Ich habe hier noch so einen alten liegen gehabt. Im Prinzip sich auszusuchen, ob man drei oder vier Gartenschläuche miteinander verflechtet. So, also braucht man ein bisschen Gartenschlauch, um das Ganze stabil zu machen und formstabil. Habe ich mir hier diesen Zaunspanndraht besorgt, der ist schön massiv. Der wird hier mit eingezogen, aber das gucken wir uns gleich an. Und wie das gemacht wird, also da brauche ich ein bisschen was von. Das Ganze hinterher, wenn es verflochten ist, ja, wie mache ich das, dass es vernünftig aussieht? Wie gesagt, laut dem Video, was ich wirklich genial fand, nutzt derjenige dieses Elastopur. Das Ganze dann mit den ja, dementsprechenden, also ich habe braun genommen, braunen Farbpigmenten. Das wird, ist ein Zwei-Komponenten-Material, das wird angemischt. Und dann wird dieses ganze Geflochtene dann hinterher damit komplett eingedeckt. Schön ist hier, der Schlauch ist gelb, also man sieht schon genau, wo was durchschimmert. Also man muss sich da wirklich Mühe geben, das vernünftig zu bedecken. Und anschließend, wenn man das Ganze mit Elastopur ja, geschmiert hat, kommen dann hier diese Kokosfasern. Ich habe jetzt hier dieses Trixi-Kram genommen, die Kokosfasern trocken drüber gestreut. Dann lässt man das Ganze 24 Stunden trocknen. Das Schöne ist, die Liane ist trotzdem flexibel. Ich biege sie natürlich vorher vor in der Form, wie ich es haben will, aber ich kann sie hinterher trotzdem noch biegen, das reißt nicht gleich.
Und somit sieht das Ganze realistisch aus. Das Schöne ist auch, durch diese Lianen, die dann ja rechts und links, zeige ich dann gleich, wenn wir da mal eine bauen, an Haken aufgehängt werden, ist die natürlich auch beweglich im Terrarium. Und das, denke ich mal, ist für Baumwarane vielleicht auch nicht das Schlechteste, ist so ein bisschen was Natürliches. Ich denke mal, ich werde mit den ganzen Resten, werde ich mir hier so 3 Stück bauen, aber lasst uns mal gucken, wie es funktioniert. Ich denke, ich lege da mal los. Okay, als erstes lenke ich mir mal diesen Gartenschlauch ab. Also, da muss man sich vorher überlegen, wie lang seine Liane insgesamt sein soll. Und dadurch, dass die sich ja ein bisschen verbiegt, muss man halt immer ein bisschen mehr dazu geben. Ich werde jetzt mit einer Schlauchlänge von 2,5 Metern anfangen. Das Becken ist 2 Meter, 2,5, dann kann ich noch ein bisschen hin und her biegen. Ja, dann schneide ich jetzt einfach mal, ich denke hier mit 4 Schläuchen mal 4 Stück, ab 2,5 Meter. Geschnitten auf 2,50 Meter, das Becken ist natürlich auch 2,50 Meter, Sache. Ja, 4 Teile geschnitten und jetzt geht es los und einfach diesen Spanndraht in jedes einzelne Schlauchteil hier zu stecken und oben noch ein bisschen was überzünden lassen, damit man dann wieder noch vernünftig eine Öse biegen kann. Los geht's! In jedem Schlauch sind ja so ein Draht eingeführt. Die werde ich jetzt oben ja, so ein bisschen verdrehen gleich mit der Zange und dann hänge ich mir das gleich auf und dann flechte ich das mal zusammen. Los geht's! So, ihr habt gesehen, ich habe ein Draht reingemacht, oben diese Ösen eingebogen, dann das Ganze mit einem schönen Kabelbinder festgemacht. Ja, jetzt habe ich hier natürlich, hängt bei mir hier in der Decke, einen Haken. Sucht euch irgendwo einen Haken, ja, damit ihr dann von oben bis unten vernünftig flechten könnt. Ja, los geht's. Ja, hier sieht man mal, wie ich das mache. Das ist quasi ja, einfach nur flechten. Die dünnen immer um die beiden. Und dann flechtet man sich so von oben bis unten. So, weiter geht's. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe jetzt erstmal 2 gemacht. Wahrscheinlich baue ich noch eine kurze, so wie das im Internet in dem Video war. Kommt man da vielleicht auch auf 2,5, das muss ich dann sehen. Aber bevor das verfällt, ist ja ein 2K-Material, brauche ich lieber nochmal eine zweite kurze. Ja, das ist das, was wir gerade gebaut haben. Seht ihr, hier oben sind im Prinzip die Drähte eingesteckt, mit dem Kabelbinder verbunden. Jetzt habt ihr hier dieses gerade Teil. Und jetzt könnt ihr in euer Becken gehen und das Ganze, so wie diese hier, habe ich schon mal vorbiegen.
So ungefähr, aber ihr seht ja, wie flexibel das ist, aber schon mal vorgebogen. Und wenn ihr das dann habt, geht es dann im nächsten Video weiter, wenn ich das Ganze beschichte. Ich denke, das soll es für heute gewesen sein, aber ich glaube, das wird eine witzige Geschichte, wenn er fertig ist. Ja, wenn euch das Ganze hier gefällt, dieser ganze Bau, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das Ganze unten, ne, mit einem kleinen Daumen belohnt. Und ein Abo wäre natürlich riesig, würden wir uns erst recht freuen. Ne, dann würde, ja, dann könnten vielleicht viel mehr auch die Videos auf YouTube finden. Ihr wisst ja, wie das da funktioniert. Wir würden uns freuen. Klickt, wie gesagt, oben auf unsere anderen Bauvideos. Ja, wir sehen uns dann im zweiten Teil, wenn es richtig schmaddelig wird und wir das Ganze beschichten. Okay, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.